Let's go. Genau, eine Trophäe für unter 6 Stunden beenden. Auch hier werde ich das Ganze ohne Glitches machen. Abkürzungen sind okay. Es gibt viele Abkürzungen. Ich möchte da hoch, danke. Dieses Spiel auf der anderen Seite, da habe ich möglicherweise ein wenig Erfahrung aus dem Speedrun. Der Abstand zu den 6 Stunden, in denen wir das schaffen sollten, der könnte ja größer sein. Schauen wir mal. Marco, vom Trophäenwahn befallen, hat er heute noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Hast du schon nicht getroffen werden von den Discs hier im Level? Das habe ich noch nicht. Oder doch? Doch. Im Casual Playthrough habe ich mich gehangelt. Also das habe ich auf jeden Fall. Hangeln darf man nicht? Dann habe ich das nicht. Wir werden es sehen. Möglicherweise. So, der gute Wachstubenschlüssel soll da rein. Aber stimmt schon, ich glaube, wir haben so viel Tomb Raider 1 Remaster spezifisch die letzten Tage gespielt, dass sich Tomb Raider 2 gerade sehr neu und erfrischend anfühlt. Meine Zeitprediction ist 2 Stunden 56 Minuten. Wenn du schneller bist wie die Zeit, dann gibt's 5 Subs. Jetzt wird mir hier schon eine Karotte vor der Nase hingehalten. Offenbar habe ich die Trophäe schon. Der Hut steht dir übelst gut. Dankeschön. Dankeschön auch für den 5. Resub. Wie erfrischend es sich immer nach einem All Secrets Run anfühlt, wenn man die einfach liegen lässt. Oh ja, das ist wirklich so. Vor allen Dingen, du musst dir ja vorstellen, in dem Casual Playthrough bereits musste ich mich bei Tomb Raider 2 zurückhalten. Fühlt sich sehr erfrischend an, manche dieser Dinge einfach zu skippen. So Level 1 in 4 Minuten. Also Pumba hat das nicht gut verkraftet mit den Normalsterblichen. Medipack nehme ich mal besser an mich. Fackeln brauchen wir nicht. Sehr wohl brauchen wir aber diesen Knopf. Da ist wieder der Bug mit dem Abstand bei den Leitern. Aber gut, warum sollte er auch weg sein? Es gab ja noch keinen Patch.
So, einmal zurück, einen Schritt zurück, an den Rand gehen, so etwa ausrichten, speichern. Danke. So ungewohnt, nicht mehr mit Laras Scheitel in Relation zur Wand messen zu können. Ja, alles, was es jemals an visuellen Setups gegeben hat, ist natürlich fort. Marco tut der Hut gut, weil Marco und Hut gut tut, denn tut der Hut nicht Marco gut, dann der Marco dem Hut nicht gut tut. Genau. Ja, also übergangsmäßig kann man das sicherlich ungefähr machen, Mizi, aber auf Dauer spart es ja nochmal Zeit, nicht dauernd die Grafik umschalten zu müssen. Da hast du 2 Stunden 40 in Glitchless. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, denke ich. So, gehen wir mal die Automatics, nur so aus Prinzip. Hast du die 2 Bootminen-Trophäe schon gemacht? Wir haben die gemacht, aber es wirkte nicht ganz richtig. Wie die jetzt genau gedacht und geplant ist, kann ich dir leider nicht sagen. So, vielleicht gibt es sogar ein Achievement dafür, dass wir Venedig ohne Boot abgeschlossen haben. Denn das dürfte das erste Mal sein, dass ich das tue. Ich bin kein Tourist. Benderslav Venedig ohne in ein Boot zu steigen. Nice. Bin mir gerade nicht sicher, ob du mich störst. Man merkt mir möglicherweise an, dass ich vom Ressourcenmanagement in Glitchless gar nicht so viel Ahnung habe. Oh Gott. Aha.
So entferne man den Ganoven als gleich. Der da oben müsste noch weg. Hebel nicht vergessen. Tatsächlich bekommt man ein Achievement, wenn man den Pflanzenblock nicht verschiebt. Und dieses Achievement haben wir tatsächlich schon, denn selbst in meinem Casual Playthrough habe ich mich nicht daran erinnert, dass man den überhaupt verschieben kann. Andersrum nicht auch? Das weiß ich nicht. Einmal speichern. Oh, warte, das wäre auch ein Glitch. Gut, dass es nicht geklappt hat. Da sind ja Gameplay-Elemente im Spiel. Oh nein, der nächste Raum wird nicht angenehm. Unangenehm genug, um sich zu heilen? Ja. Hast du die Trophy da schon mit Bootshaus im Atolis versteckt? Ich meine nicht. Aber generell habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich ja in meinem Casual Playthrough 40% der Trophäen schon bekommen habe. Das sind gut über 100. Also wenn ihr mich zu einzelnen Trophäen fragt, dann bin ich mir da nicht immer sicher. Also es könnte sein, dass wir sie doch schon haben, aber sicher bin ich mir nicht. Den haben wir schon. Ich habe die Leuchter noch nie bewegt. Ja, du hast recht. Wir waren auf jeden Fall schon. Den Schlüssel haben wir. Ja, genau. Den müssen wir nicht mehr dort sammeln. Das war nur für das Secret.
Nein, das ist die Trophäe. Das ist eine Trophäe, die wir haben wollen. Die man bekommt, wenn man Tomb Raider 2 unter 6 Stunden durchspielt. Wie schnell warst du bei Tomb Raider 1? 2 Stunden und 22 Minuten oder sowas? So 7 Minuten für Bartoli. 2,20 sogar. Die 2 Minuten hätte ich mir ruhig noch Zeit lassen können. Das ist jetzt auch Schmarren. Hallo Xeros. Oh ja, die Venedig-Level sind wirklich sehr traumhaft geworden. Ich sehe die Remasters halten dich immer noch in ihrem Bann, Marco. Sie sind sehr gut. Sie sind halt wirklich sehr, sehr gut einfach. Das ist eine Trophäe, die man bekommt, wenn man Tomb Raider 2 unter 6 Stunden spielt. Damit es nicht ganz zu albern ist, im Sinne von zu leicht, verzichte ich auf alles Richtung Glitches, die es halt im Speedrun gibt. Aber wir haben schon in Tomb Raider 1 gesehen, es ist trotzdem nicht sehr schwierig, natürlich für mich. Tomb Raider 1 war 2 Stunden 20 und wir sollten das in unter 5 schaffen. Mal sehen, wie es bei TR2 wird, dieser Abstand zwischen Erwartung und Realität. Tombola Rainer 2, moderates Gerenne. Genau, genau. Das ist der Plan. Da sind Uzis, die habe ich jetzt auch gesammelt. Ich kann dir nur nicht sagen, wieso. Üblicherweise tun wir das im Speedrun nicht, aber gut. Ist vielleicht besser. Minuten 49 für das Level. Willkommen in Level 5 von 19.
Anscheinend kann man übrigens auch weiterhin während dieser Cutscene fackeln. Ausrüsten. Mein Kopf arbeitet übrigens die ganze Zeit auf Hochtouren, die verschiedenen Routen, die ich durch dieses Spiel kenne, nicht durcheinander zu werfen. Ich darf mich hier jetzt nicht durchrollen. Achtung, Achtung, nicht durchrollen. Das ist die Menü-Taste, also die Taste, mit dem du das Menü öffnest. In-game. Also Inventar. Plus R1. Und auf diese Weise funktionieren auch die ganzen anderen Shortcuts für die Waffen und so. Dasselbe gilt auch für Xbox und Jenny hat mir auch bestätigt, dass das auf der Switch-Version ebenfalls geht. Bei der engelsgleichen Stimme kann man wunderbar schlafen. Yay! Es ist glitchless. Ich weiß nicht ganz, was auf uns zukommt und sammle lieber zu viele Medipacks als zu wenige. Ich habe auch vergessen, dass dieser Gegner da ist. Hallo. Tier 2 heute noch durchgezogen. Die unter 6 Stunden Trophäe holen wir uns heute auf jeden Fall noch. Also ich denke auch, wie gesagt, dass das nicht allzu lange dauern wird. Definitiv nicht 6 Stunden. Das in Tier 3 werde ich dann wohl eher morgen machen. Moin, Virenz. Hallöchen, Prof. Wir machen eine Trophäe, die wir bekommen, wenn wir das Spiel in unter 6 Stunden durchspielen. Und bisher läuft es ganz gut. Ich hätte so gerne auch einen Safe-Hotkey. Die Trophy an der Stelle, die habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Von New Game Plus, denke ich. Thank you.
Oh, vielleicht kannst du mir helfen, mein PC-Maus macht öfters einfach Doppelklicks. Da bin ich jetzt kein Experte für. Alle Mäuse, bei denen ich das hatte, da war ich nicht in der Lage, es zu beheben. Aber Major Parus kann anscheinend helfen. Nein, nicht fallen. Da will ich hoch. Der lange Sprung. Der ist kein Glitch an sich. Das Problem mit dem langen Sprung ist, dass mechanisch die Distanz, die Lara braucht, bis sie springen kann, minimal kürzer ist als im Originalspiel, wodurch dieses Setup nicht mehr funktionieren durfte. Ist genauso eine minimale Änderung, wie dass Lara sich ein bisschen länger im Sturz festhalten kann. Also langsamer Fallgeschwindigkeit aufbaut. Und im normalen Spiel merkt man das wahrscheinlich kaum, aber für solche Setups hat das gravierende Auswirkungen. Kann mal demonstrieren, dass es nicht mehr klappt. 1, 2, 3. Warte mal. Da, wie Sie sehen, das ist nichts gut. Das ist nichts möglich, definitiv. Und spontan wird man das nicht hinbekommen. Das ist auch sehr weit weg, nicht weiter weg als im Original. Aber darüber zu springen ohne ein Setup, ich denke, es ist schneller, den geplanten Weg zu laufen. Ich will die Trophäe ohne Glitches sammeln. Generell gibt es jetzt den Flare-Wall-Bug, der letzten Endes dazu führen wird, dass dieser ganze Raum... Naja, man läuft halt bis zur Kante da hinten und glitcht sich hoch. Also für die tatsächlichen Speedruns wird der Sprung auch keine Relevanz mehr haben. Glitchless halt noch. Ey, versucht nicht, mir diesen schwarzen Peter zuzuschieben. Ich werde dauernd gefragt, was ist mit dem Glitch, was ist mit jenem, wie ist das im Speedrun? Yeah.
Marco, funktioniert noch der Rollglitch mit den zwei Pistolen, bei dem Lara zum Helikopter wird? Was? Dieser ist mir neu. Davon höre ich heute zum ersten Mal. Das ist die eine Stelle, an der du einen Cheat benutzen sollst, denn es gibt einen Cheat, mit dem man Lara sprengt. Der ist derselbe wie der Alle-Waffen-Cheat, nur ohne Fackel. Also ohne, dass du eine Fackel brennen hast. Also läufst da hin, der Helikopter fliegt weg und du machst dann diesen Cheat, mit dem du Lara sprengst. Stimmt, dann gibt es zwei Achievements für Cheats. Schritt nach hinten, Schritt nach vorne, dreimal um die eigene Achse drehen und Sprung nach hinten oder vorne. Ich glaube, das ist egal. Bei beidem sollte sie explodieren. Ah, zuerst vor. Okay, Schritt nach vorne, Schritt nach hinten, dreimal drehen, Sprung nach hinten. Und das alles, ohne dass du gerade eine Fackel in der Hand hältst. 11 Minuten dafür. Naja, es würde dich jetzt wundern, weil für manche Leute Speedrunner ja notorische Cheater sind. Aber ich benutze die Cheats nicht oft genug, dass ich sie auswendig kenne. Die Tiefe. Nein, Xeros hat mich enttarnt. Wir kriegen hier die Uzis übrigens. Sollten wir uns holen. Es ist nicht so leicht sammelbar gerade. Mensch Marco, gehen Sie zum Handeln. Geh jetzt zum Neto. Nein, Mario Paros, ich werde mich davon nicht anstecken lassen. Nieto.
So, einmal speichern bitte. Nicht runterlassen und hochglitschen, denn das wäre verboten und moralisch äußerst fragwürdig. Wir klettern. Wetter in Ruhe, wir haben ja Zeit. So sah es aus, stimmt. Guten Abend zusammen. Gibt's für die neue Version jetzt ein bisschen anderen Controller-Support? Irgendwie habe ich das Gefühl, der erste Teil wirkte hakelig mit Controller. Oder mache ich was falsch? Also es gibt in... Warte. Es gibt in diesem Remaster sowohl die alte Steuerung als auch einen Versuch der Entwickler, das Ganze etwas moderner zu gestalten. Der Controller Support ist generell besser als im Original natürlich. Was machst du da? Nun, Meistertyp Kid, was hätte ich da wohl fast aus Versehen gemacht? Ich hab's im Original viel besser in Erinnerung gehabt. Die Steuer... Also ich sag's mal so, ich weiß ja jetzt nicht, wie lang es her ist, dass du das Original gespielt hast. Aber die Art und Weise, wie wir Charaktere in Videospielen steuern, hat sich ja sehr geändert, seit Tomb Raider damals rauskam. Ich glaube, besser war die Steuerung damals nicht. Man war es halt nur mehr gewöhnt, auf jeden Fall. Und das ist die Tomb Raider-Steuerung, die klassische zumindest, die es hier als Option gibt, definitiv gewöhnungsbedürftig. Und Pfeiltasten spielen ist halt heute crazy. Ja, gleichzeitig sitze ich da und denke mir, Tomb Raider... Mit irgendwas anderem als Pfeiltasten zu spielen, ist crazy. Aber wie gesagt, sie haben ein modernes Steuerungsschema versucht. Gibt es im Spiel, kann dann besser funktionieren. Wenn man eher moderne Spiele, moderne Spielcharaktere gewohnt ist. Für mich funktioniert es nicht besser, aber ich bin das hier halt gewohnt. Im Großen und Ganzen, denke ich, kommt es sehr auf Gewohnheit an. Ich sehe gerade, das hatte der gar nicht, also die Sticks. Aha. Oh, wenn du versucht hast, die alte Steuerung mit dem Analogstick zu spielen, darauf ist sie tatsächlich nicht ausgelegt. Also, mit meiner Erfahrung ist, mit dem Steuerkreuz ist das deutlich besser.
Oh nein. Okay, dann verstehe ich, was du getan hast. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wie heißen die? Auf jeden Fall das Steuerkreuz. Die gab es tatsächlich ab Tomb Raider 3 und die Spieler haben das auch supportet, aber es war ganz schlimm. Und das, was Projektor generell schreibt, ist natürlich auch allgemein wahr. Es ist Geschmackssache, Gewohnheitssache auch. Aber die klassische alte Steuerung mit Analogsticks, glaube, da tut man sich keinen Gefallen. Wenn man die klassische Steuerung spielt, dann will man wahrscheinlich auch eher mit dem Steuerkreuz spielen. Ups, das war Schmarrn. Ja, der Sprung ist nicht ganz leicht, der ist aber auch nicht das Schwierigste aller Zeiten. Remastered, habe ich was verpasst? Boy, I've got news for you. Wir sagen, dass du trollst. Unabhängig davon, ob du trollst, ja, es gibt einen Tomb Raider 1 bis 3 Remaster. Und es ist großartig. Für alle, die gerade reingeschaltet haben, vielleicht zur Erklärung, wir haben das Spiel mitsamt seinen Cutscenes jetzt schon mehrmals gesehen. Alles Mögliche an Achievements auch schon geholt, an Trophies. Das hier ist gerade die Trophy, dass man es in unter 6 Stunden durchspielen soll. Das ist der Grund, warum ich es so eilig habe. Ja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Es kam ein Remaster raus, so sah das Spiel davor aus, so sieht es jetzt aus. Und ich finde es sehr, sehr schick. Neue Grafik, bessere Sounds, altes Gameplay, Option zwischen neuer und alter Grafik, Option zwischen neuer und alter Steuerung, New Game Plus, die Add-ons sind dabei, Achievements. Ja. Auf dem PlayStation Controller ist das die Options-Taste. Auf dem PC ist es F1. So kann man jederzeit mal auf die alte Grafik schalten und dann appreciaten, was sich da so alles getan hat. Wie viele Medipacks haben wir? 3 kleine und 3 große. Dann nehme ich hier doch die schnellste Variante. Projektor. Dazu sollte man sagen, wenn ihr diese Errungenschaft in der PC-Version versucht, ich meine, es ist naheliegend, aber die Zeit läuft weiter, wenn man im Menü ist. Also 9 und 0 sind, glaube ich, die Hotkeys für die Medipacks. Das spart allein schon eine ganze Menge Zeit. Was ist denn in so einem Medikit drin? Medi und Kit. Ganz viel Schokoriegel. Schokoriegel. Seit Angel of Darkness wissen wir, es sind Schokoriegel.
Ich bin stärker. Da bin ich gerade auf die Kante zugelaufen, habe mich ein bisschen nach rechts gedreht und ganz wichtig beim Verlassen der Kante gerollt. Das spart uns gleich einmal hochklettern. Wenn ich mich daran erinnere, wo ich nun schon war. Mukrimagi, du musst einfach gucken und gehen drücken. Also L1, R1. In der PC-Version dürfte es V und Shift sein. Shift? Shift gehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Also V und Shift. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht in dem Raum, in dem ich schon war. Naja, auf jeden Fall die Umschalten, die Umschauen und die Gehen-Taste. Ich bin in den Raum gegangen, in dem ich eben schon war. Hier wollen wir hin. Das Ding ist so hart verwirrend, wird es immer bleiben. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich gerafft habe, dass das zwei unterschiedliche Eingänge in zwei unterschiedliche Räume sind? Dasselbe wie bei Projektor. Und deshalb bin ich dann auch ganz lang herumgeirrt einfach. Weil ich halt dachte, ja, da oben war ich ja schon. Wie kriege ich denn jetzt Wasser in dieses Becken? Wenn ich jetzt jedes Mal vom Wasserhahn mit einem Glas bis hier hinlaufe, es dauert doch ewig. Ach du lieber Gott, Herr Jemini. So stand ich da. Wir nehmen das Medipack besser. So, 6.19. Ich habe das Harpunengewehr aus dem Augenwinkel gesehen, aber zumindest das werden wir nicht brauchen. Das sind, wie wir in der Story festgestellt haben, die Leute von Marco Bartoli, die in diesem Schiffswrack nach dem Talion suchen. Dem Seraphen. Wie kamen die dahin? Von der Bohrinsel, auf der sie es sich ja gemütlich gemacht haben. Die halbwegs über dem Wrack liegt. Aha. So, das ist wahrscheinlich einer der potenziellsten größten Timesaver überhaupt, die man machen kann. Ziemlich leicht und alles, was man braucht, ist ein Medipack. Hier ein bisschen an den Rand gehen. Und es gibt bei Feuer eine Distanz, wo man brennt und wenn man ein bisschen anders steht, dann kriegt man nur Schaden, aber brennt nicht. Und genau da wollen wir hin.
glaube, allein mit dieser Abkürzung ist die Trophy schon kein Problem mehr. Aber man braucht große Medipacks. Eigentlich braucht man nur eins. Ich weiß nicht, warum ich auf dieser Seite der Kiste bleibe. Ich mag es anscheinend, wenn Dinge besonders schwer sind. Also eigentlich reicht einmal ziehen und das nächste Mal kann man von der anderen Seite schieben. Namen zusammen, bin gerade von deinem YouTube-Kanal hierher, hab mir das Game direkt geholt. War auch mein erstes Spiel, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Dann grüße ich dich ganz herzlich, Miss Sonja. Wir sammeln gerade eine Trophäe, bei der es darum geht, Tomb Raider 2 in unter 6 Stunden durchzuspielen. Ingame-Zeit. Ja nun, Ragun. Das ist wohl wahr. Jetzt weiß ich, was ich bei den Bodenplatten falsch gemacht hatte. Ich hielt mich an der Kante fest, wohingegen du etwas später die Aktionstaste gedrückt hattest. Ah, okay. Also Speedrun. Ich verzichte auf Glitches, damit es nicht ganz so einfach wird, aber im Prinzip schon. Ist doch wie bei Akumo. Bin gerade am Überlegen. Aber ja. Aha. Wie viele Spiele wir. Dieser verdammte Evil Within Damageless Modus. Ich habe noch das Originalspiel bei mir und denke mir, was das eine Spiel hat mal 50 D-Mark gekostet. Hat mal 50 D-Mark gekostet. Jedes davon. Jetzt kriegen wir das für 30 Euro. Für unter 30 Euro. In aufgehübscht. Es ist ein guter Deal. Aber ich glaube nicht, dass das... Also 50 D-Mark scheint mir sogar recht günstig. Ich glaube, das war mehr Richtung 90 oder mehr. Also wenn du ein Original ungeöffnet von Tomb Raider hast, dann ja. Sicherlich. Ich habe noch 3 kleine Medipacks. Ich habe das Gefühl, das ist vergleichsweise wenig. Das sind inflationsbereinigt 75 Euro. Jo. Wer das Medipack verschmäht, ist das Medipack nicht wert. Nein, ich... Okay, ich gebe zu, manchmal ist es recht wild, wie ich von Dingen, die ich selbst sage, zu Dingen, die ich aus dem Chat vorlese, springe.
Du. Aha. So, das Level auch geschafft. Kurz zur Erinnerung, dieses Speedrun-Achievement ist auf den Ingame-Timer bezogen. Das heißt, man kann auch Pausen machen. Wenn man speichert und dann später einfach lädt, setzt es ja den Ingame-Timer zurück. Und ich glaube, genau das werde ich, sobald wir da rausgekommen sind, mal ganz kurz tun müssen. Wir sehen uns in 2-3 Minuten wieder. Speichern und das laden wir gleich. Bis gleich. Und dann machen wir mal weiter. Laden nicht vergessen. Wir wollen die Pause ja nicht in der Zeit haben. Ja, das, was du gerade gesehen hast, war ein Clip aus dem Tomb Raider 2, der Multiplayer-Mod dafür. Aha. Aha, sagt Lara, als hätte ich sie darüber informiert. Das war schon sehr, sehr cool. Oh ja, die Reichweite, in der man mehrere Dinge gleichzeitig aufsammelt, ist auf jeden Fall größer als in Tomb Raider 2. Lara und Werner Multiplayer-Modus wäre ziemlich episch, aber man konnte auf jeden Fall nur zwei Laras steuern. Als wäre zwei Laras nicht auch episch. Düm, 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 düm. Was mache ich hier? Warum hangel ich? Man kann daran vorbeispringen. Ich habe mich jetzt aus irgendeinem Grund für das Hangeln entschieden. Meinst du, man kann darauf hoffen, dass die anderen Teile jetzt auch als Remaster, meinst du, wahrscheinlich kommen? Ich kann es mir bei Tomb Raider 4 vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Tomb Raider 4 als Remaster kommt, wenn das gut ankommt hier. Aber ich würde mich über Tomb Raider 5 sehr freuen, nicht falsch verstehen. Ich halte das nur für eher unwahrscheinlich. Weil Tomb Raider 5 schon damals jetzt nicht so eingeschlagen hat. Kit, dankeschön für den Geschenksub an Stars. Es gibt einen Hint in Tomb Raider 3 auf Tomb Raider 4, das stimmt. Es gibt eine Tafel, da steht oben der Release-Datum dieser Collection, oben links, unten rechts steht Next und Koordinaten und diese Koordinaten führen zum Gizeh-Plateau in Ägypten, was eine Location von Tomb Raider 4 ist. Alles klar, Sul, bis zum nächsten Mal. Ja, also ich denke mir das gerade nicht aus. Hochsicherheitstrakt, der zweite Wachmann, den man tötet. Dort dieser Raum. Da einfach mal diese leuchtenden Anzeigen durchsehen.
In der modernen Grafik, sollte man dazu sagen. Und wenn ich sage, der zweite Wachmann, den man tötet, dann meine ich der zweite Wachmann, der getötet wird. Von den Gefangenen. Gibt es von dir auch bald ein Remaster? Ist das denn so nötig? Ist doch noch gut. Kann man doch noch gucken. Naja, auf jeden Fall diese Anspielung, die es in Tomb Raider 3 gibt auf dieser Tafel, das ist ein ziemlich eindeutiger Hint auf Tomb Raider 4. Abgesehen von dem Remaster, aber so ein richtig neues Game scheint wohl nicht geplant zu sein. Ein Nachfolger ist auf jeden Fall geplant. Wir wissen nur noch nichts darüber. Aber es wird halt dann natürlich kein Spiel in diesem Stil hier sein. Tomb Raider 3, Hochsicherheitstrakt. Der zweite Wachmann, der von Gefangenen getötet wird. In diesem Raum ist eine Tafel. Oben links siehst du als Datum das Release-Datum dieser Collection. Unten rechts siehst du Koordinaten. Diese Koordinaten führen zum Gizeh-Plateau. Was? Ich dachte, ein Nachfolger wäre... Also ein Nachfolger der Tomb Raider-Serie, ein neues Tomb Raider-Game, wäre confirmed. Wenn du das nun anzweifelst, bin ich mir unsicher. Ach, Gizeh. Die Pyramiden von Gizeh. Es gibt TA4 Main. Ausrufezeichen TA4 ist das. Also, der Command zeigt dir den Link dahin. Gibt's auch für TA5. 1, 2, 3. Ich dachte auch, es gäbe ein confirmedes neues Spiel. Ja, ne? Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, soll ein neues TA kommen? Soll auf Unreal Engine 5 laufen? Ja, genau an diese Aussagen erinnere ich mich. Arbeitstitel ist Tomb Raider Next. Meine Zeit in Tomb Raider 1 war 2 Stunden und 20 Minuten. Ja, dieser Sprung geht. Es ist wichtig, so weit vorne wie möglich abzuspringen, so spät wie möglich sich festzuhalten und gerade springen. Also was ich damit meine, ist nicht im Flug die Bahn verändern. Dadurch wird sie unverhältnismäßig lang, dann schafft man die nicht. Nicht mehr so leicht zumindest. Aha. Da will ich doch stark hoffen, dass das neue TR technisch auf dem Level der Remaster unterwegs ist. Unreal Engine 5
es wird eher ein modernes Spiel, wie gesagt. Es ist nicht dieser Stil hier. Wenn Marco das in so einer Zeit schafft, packe ich das Doppelte. Wenn ich es doppelt so schnell... Ich habe übrigens eine Vagina. nicht Zapdos. Dankeschön für die liebe Donation. Das habe ich 20 nicht... 20 Goldstücke war ja auch nicht so viel für dein Leben. Zapdos Retro Gaming. Dankeschön für die liebe Donation. Ist das eine ungewollte doppelte Donation gewesen? Oder vielleicht war der erste auch wirklich nicht Zapdos. Aha. Ah, okay. Gut. Du bist anscheinend verbuggt gerade. Blenden wir dich mal aus. Schäm dich, Timer. Ich muss gerade überlegen, ich will Munition. Ich kenne diese ganze Glitchless-Route nicht. Ich will lieber Munition haben. Das ist auch so ein bisschen das Spannende hier. Ich habe zwar sehr viel in Richtung Speedruns gemacht, aber halt nie ohne Glitches. Insofern bin ich hier gerade auch dabei, spontan zu überlegen, was ist wohl schneller? wie viele Ressourcen brauche ich? Wie viel Munition? Ah. Da ist es wieder. Es ist ganz. So. Hoffentlich denkt der Timer nun über seine Fehler nach. Aber wir brauchen den Schlüssel, ne? Das heißt, wir müssen hier lang. Secrets können uns egal sein, der Schlüssel nicht. Hier kann man gut in den Tod stürzen. Glitchless macht aus dem Meister wieder einen Novizen. Ach, einen Novizen würde ich nicht sagen. Denn das Wissen über das Spiel und das generelle Movement verschwindet ja nicht einfach. Aber es ist deutlich schwieriger. Also ich kann mich nicht einfach auf Gewohnheit praktisch verlassen. Sondern es ist deutlich schwieriger, irgendwas zu machen, was zumindest gut aussieht. Auf 83% erzwungener Schaden, yay! Um das geht es dir. Um was geht es mir? Dass es gut aussieht? Naja, idealerweise sollte es auch noch gut sein. Aber wenn man es nicht gut seiend hinbekommt, wäre es schön, wenn es wenigstens gut aussieht. Momente, in denen der Spieler wiederum dasteht und sich fragt, wo geht's denn lang? Das sind üblicherweise Momente, in denen es nicht gut aussieht. Ja, aber auf jeden Fall, es steht hier nicht in Konkurrenz zu den tatsächlichen Glitchless Speedruns, die es ja gibt. Weil ich gefühlt unterwegs nach dem Weg fragen muss. Einmal dahin. Wer bist du? Ist dieser Gegner dazugekommen?
Fallgeschwindigkeit wird gespeichert, Animationsstatus wird gespeichert, Animationsframe wird gespeichert. Also alles, was so in diese Richtung abzielt, wird gespeichert. Das ist Uwe, der ist vom Vater-Sohn-Tag noch hier. Ach so! So ist das. Cthulhu-Bosskampf. So seltsam, den mit der M16 zu erledigen. Hallo Nostradamus und hallo Anni. War Bernd nicht irgendwie die Kurzform von Uwe oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Vielleicht. Der sucht seinen Skateboard-fahrenden Sohn. Oh, da habe ich schlechte News für ihn. Wir haben ihn gefunden. Aha. Du bist nur ein Shotgun-Typ. Aber du solltest doch hier sein. Keine Ahnung, was er vorhat. Lass den mal machen, ne? Du hast irgendwann mal gesagt, meine Freunde nennen mich Bernd. Das ist die Kurzform von Uwe oder so ähnlich. Oh mein Gott, das muss lange her sein. Klingt schon wie was, was ich... Was klingt eher wie was, was ich vor Jahren gesagt hätte. Aha. Moment, dann ist das vielleicht doch nicht so lang her. Ich weiß es nicht. Als wüsste ich heute noch, was ich gestern gesagt habe. Ach, wir haben noch Medipack. Egal, wir gehen hier rüber. Jetzt sind wir schon hier. Zurückzulaufen wäre albern. Mörder des toten Winkels, sprich weiter. Aha. Yay, willkommen in Tibet. Hier kann man direkt nach rechts springen und darüber hüpfen, dann spawnt ein Adler nicht. 9 Minuten war das, glaube ich, gerade. Diese Felsen sind skippbar. Ich krieg das nicht hin. Bin schon auf den ersten Glitch-Runs gespannt. Ah, und ich erst. Wolltest du nicht ohne Glitches? Das ist kein Glitch. Das ist kein Glitch, das ist Glitch-Hark. Nee, das ist wirklich kein Glitch. Du springst halt einfach ganz am Anfang des Levels nach rechts. Anstatt dich runterrollen zu lassen.
Kurze Zusammenfassung zu dieser Diskussion übrigens, weil ich sie im Großen und Ganzen nicht mehr führen möchte. Folge ich hier einfach den Definitionen der Speedrun-Community. Wenn man Dinge in glitchless Speedruns sieht, gehe ich davon aus, dass man sich einig ist, dass das keine Glitches sind. Dann habe ich diese hochphilosophischen Diskussionen nämlich nicht am Hals. Steigt man ab. Ah. Profi. Ja, das Level ist wundervoll. Ich hoffe, sie finden nie eine Möglichkeit, das zu skippen. Wie steigt man ab? Wo muss ich lang? Alles gute Fragen, wenn man schnell sein will. Wenn man nicht fragt, dauert's länger. Hallo Darkstonius. Die sterben, sobald sie das Schneemobil berühren. Kleiner Funfact, das tun sie auch, wenn man mit dem Schneemobil einfach nur stehen bleibt und sie dagegen laufen. Scheint ein sehr hartes Schneemobil zu sein. Warnung, das war laut. Eine tödliche Aura umgibt dieses Gerät. Nicht so viele Medipacks mehr. Mag das nicht. Dann fahr schneller. Wo ist der Zusammenhang? Bei New Game Plus hattest du noch geflext, wie viele du hast. Das lag daran, also mir ist aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das im Original schon so ist. Aber beim Remaster ist es auf jeden Fall so. Wenn man mehr Medipacks sammelt, dann hat man irgendwie mehr. Keine Ahnung, warum das so ist. Hat mich auch verwirrt. Ach, das Wunder von Bernd. Oh mein Gott, ja, aber das war 2016 im Stream. Das ist schon ein bisschen was her. Lange, lange Zeit. Wenn man mehr sammelt, hat man mehr. Das kann er gar nicht glauben, der Adler. Da kommt er direkt nochmal vorbei geschneit und fragt nach. Aha.
Sammeln Aha. Sie das bitte. Das da, die Uzi-Clips. Uzetimoni. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Wie oft haben die gerade bitte daneben geschossen? Mindestens einmal. Es ist sogar noch häufiger möglich. Profi. Es war ein stylischer Tod, das muss man sagen. Bitte lass mich nicht wie ein Idiot dastehen. acht 13. Das Kloster von Bakang beginnt. Pixel genau nicht wie ein Idiot dagestanden lassen. Yay! So, warte, die Mönche sind ja jetzt nicht unsere Feinde. Dieses Mal nicht. New Game Plus? Vielleicht ein bisschen anders? Aber hier gerade sind sie es nicht. Aha. Also, die Gebetsmühlen zu duplizieren ist auf jeden Fall ein Glitch. Sogar ziemlich offensichtlich, wie ich finde. Das bedeutet, wir werden sie alle sammeln. Ganz brav, wie wir sind.
ich soll nicht nach unten. Gute Nacht, Zettfall. Habe ich schon in Laras Home alle Achievements gesammelt? Ich habe keine Ahnung, welche das sind. Ich habe in einer random Reihenfolge sehr viele Achievements bekommen. Ich sollte mir wahrscheinlich angewöhnen, einfach Ja zu sagen. Und dann später so, oh, muss ich vergessen haben. Dabei war ich mir so sicher. Mal da hinlaufen. Nee, der Mönch ist ja schon unterwegs, alles gut. Ah, gut, dass ihr überlebt habt. Das ist ja hervorragend. Wie du stattlich geschrieben hast, passt auf jeden Fall zur Größe dieser Gebetsmühle. In New Game Plus, da werden die Gegner schwerer. Du kannst begrenzt saven. Es gibt keine random Medipacks mehr. Und all so ein Kram macht das Ganze auf jeden Fall deutlich schwieriger. Gib mir die schwere Gebetsrolle. Ja, die Schatten sind ein bisschen broken. Und zwar nicht gerade selten. Sieht meistens trotzdem besser aus als ohne, aber aufgrund der Art und Weise, wie das hier technisch zusammengesteckt ist, glaube ich, es wäre ziemlich umfangreich, diesen Bug zu beheben. Keine Ahnung, ob wir da einen Fix sehen. Ob wir einen Fix sehen werden. Sie haben mich unglücklich, danach ein Wort mit S zu benutzen. Aber hier sind wir. Wen tun wir da eins mit den Affen durch die Säule? Ja, Schatten und Tomb Raider Remastered, eine Geschichte voller Missverständnisse. Also zumindest die dynamischen, die anderen funktionieren ja. Den gibt es noch, Zapdos.
Für dieses Level hätte ich nur kein Setup dafür, denn das hat sich auf jeden Fall geändert. Aber möglich ist ja noch. So, kämpft ihr mal. Bloody Queen, herzlich willkommen. Wir machen gerade eine Trophäe, dass man Tomb Raider 2 in unter 6 Stunden durchspielen soll. Bei wie viel wir jetzt schon sind, kann ich dir nicht sagen. Schaffst du die 6 Stunden ganz knapp? Es fühlt sich wirklich an, als könnte es sehr knapp werden, ja? Ich verzichte halt auf Glitches und das ändert ein bisschen was. Dann viel Erfolg, dass es am Ende passt. Dankeschön. Bei Tomb Raider 1 habe ich noch ganz vorsichtig in jedem Level zusammengerechnet, ob es passt. Aha. Wir hatten das dann in 2 Stunden 20 geschafft. Also man muss entweder hoffen oder man schreibt sich halt am Ende eines jeden Levels den Timer auf und rechnet das zusammen. Schinken. Gebetstonnen. Wie sie alle überlebt haben. Wieso hast du denn keinen Timer dafür gestartet, Marco? Das Achievement ist ja von der Ingame-Zeit abhängig. Und die setzt sich ja auch immer zurück, wenn ich sterbe. Also so ein Echtzeit-Timer hätte mir nicht viel gesagt, außer mir unnötig Angst zu machen. Jetzt so, ja, aber das wollen wir doch. Jetzt mach schon. Haben sie ihre Gebetstonne dabei? Aha. Das würden sie sehen. Genau, mach doch mal und dann ein Pulsmesser mit einblenden, bitte. Danke. Ach, Pulsmesser. So, warte, hier gibt es keinen... Hier gibt es nur ein Secret jetzt, theoretisch. Brauchen wir nicht. Oh, guck mal, so ein Team hast du gar nicht begutachten können im Original. Das mit den Rollen im Kloster funktioniert noch. Also theoretisch, wenn es einem egal ist, ob man jetzt glitscht oder nicht, könnte man wohl einfach die Rollen verdoppeln. Eine einzige sammeln, 6-mal einsetzen. Ich brauch die Granaten nicht, ich hab 12. So, da. Also du gehst zu dem... Wichtig ist, dass du im Inventar nur den Seraphen und eine Gebetsrolle hast. Du gehst dahin, wo du das einsetzt.
Die erste setzt du ganz normal mit Aktionstaste ein. Dann gehst du zur zweiten Stelle zum Einsetzen. Und du öffnest das Inventar ganz normal so und gehst hoch. Und setzt dann das, was dort ist, ein. Und das machst du halt viermal. Also die allererste Gebetsrolle ganz normal mit Aktionstaste ansetzen. Aha. Und die anderen dann einfach über das Inventar. Es ist gefühlt der leichteste Glitch überhaupt und es ist ein Wunder, dass er nicht vor Release aufgefallen ist. Also im Original, hier im Remaster, war er definitiv bekannt und wurde halt drin gelassen. Ich hab's bei meinem Playthrough gemacht und es hat sich so wunderbar verboten angefühlt. Gute Nacht, Majoparus. Gute Nacht, mein Zuschauer. Ja, ich glaube, der Mönch hat gewonnen. Das sind die Fußgeräusche des Mönches. Die Schrittgeräusche. Gute Preise. Gute Nacht. so, das da bitte. Überlege gerade, wie lange das Ganze noch dauert. Aha. Aber ich komme nicht zu einem nennenswerten Ergebnis bei meiner Überlegung. Ah, auch hier bleibt halt das Feuer, also die Helligkeit des Feuers praktisch an. Selbst wenn die aus sind. Gut, ich würde vermuten, wir haben bisher jedes Level im Schnitt in 10 Minuten geschafft. Es wird nicht ganz so eng sein, denke ich. La la la. Dann guck mal gleich zu, UAC Hückenberg. Und also ich werde es so machen, dass ich die Trophäe bekommen würde, wenn ich sie nicht schon hätte. Ja, wir müssen noch einmal kurz in den Außenbereich, aber so weit sind wir nicht weg von der Stelle. Wir müssen jetzt noch einmal in den Pool und dann in den Außenbereich. Ich habe diese Einzeltrophäen in Tomb Raider 2 noch nicht gemacht. Das mache ich, wenn ich auch das mit den Items und so weiter mache. Also so einen richtigen Trophäen-Playthrough hatte bisher nur Tomb Raider 1 bekommen. Von mir. Aber das kommt noch.
Jetzt gerade habe ich halt die Tomb Raider ein Speedrun-Trophäe gemacht und dann dachte ich, wenn ich schon im Flow bin, lass doch 2 direkt danach machen. Und 3 dann wohl morgen. Lass uns von Marco lernen, Gottloops. Nun, Bloody Queen, so war es. So hat es sich ereignet. So trug es sich zu. Aha. La, 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 la. City Skylines. Konsolenversion einfach auch immer noch nicht raus. Das ist insane. Guten Abend, Pablo. Wir sammeln die Zeit-Trophäen in den 3 Tomb Raider-Teilen, beziehungsweise heute nur noch von 2. Müssen das Spiel in unter 6 Stunden durchspielen. Ich glaube, das wird ganz knapp funktionieren. Wenn man Tier 3 London einmal selber verstanden hat, ist es sehr viel angenehmer. Ich finde die erste Erfahrung in Tier 3 schon schlimmer als in anderen Teilen. Also ja. Definitiv. Tomb Raider 4 finde ich sogar noch schlimmer, was das betrifft. Aber das ist sehr, sehr verwirrend, der erste Playthrough. Schlimm ist natürlich, wenn man dann keinen großen Wiederspielwert in den Spielen sieht. Bleibt es ja wahrscheinlich auch beim ersten Playthrough. Ja, Munition klappt schon mal super. In dem Moment, wo meine gute Munition leer war, wurde es unangenehm. Ja, das stimmt. Tier 4 hat zumindest vom Spiel her nichts, womit es einen für einen zweiten Playthrough belohnt. Es ist trotzdem mein Zweitlieblingsteil.
Eine Situation, mit der ich häufig genug auf Widerstand stoße. Oder Unverständnis, nennen wir es Unverständnis. Bevor das zu Verwirrung führt. Es belohnt dich mit einem weiteren Jeep-Level, zählt das. Und man kann ein zweites Mal den Zug-Level spielen. Ich finde schon, dass das zählt, ja. Ja. Ja, ich bin ja wieder in einer Situation, wo ich solche Sachen nicht direkt beheben kann. Also muss man natürlich unbedingt wieder nach veralteten Commands suchen. Und man darf sich nochmal auf die geilen Seile freuen und das geile Motorrad. Das Motorrad ist doch... Ich mag Tomb Raider 4 trotzdem. Was hast du gerade getötet? Einen Yeti. Jo. Und jetzt die Sache mit der Maske und den 20 Sekunden. Das geht, indem man hier hochläuft und dann von hier aus direkt da runter springt. Über die Platten läuft und die Leiter hoch. Rückwärts und Rolle, einmal so springen, da, Sprung zur Seite, da hoch und da bist du an der Maske. In, ich glaube, deutlich weniger als 20 Sekunden. Hier weiß ich gar nicht, ob ich den eher helleren Entwurf des Originals nicht ein bisschen stimmungsvoller fand. So, der Stein mit dem Gitter bei den Yetis als Glitch zählt, verstehe ich auch nicht. Der Stein mit dem Gitter bei den Yetis. Ich muss zugeben, mir sagt das gerade nichts. Wo du ohne Hebel wieder rauslaufen kannst. Das scheine ich nicht zu kennen, kurioserweise.
Du. Genau in dem Raum jetzt, wo man den Stein unter die Gitter zieht. Also das ist kein Glitch. Den Stein unter die Gitter zu ziehen ist... Das... Naja, die... Der geplante Weg. Da im Chat auch gerade, das ist mein Fazit weiterhin zum Remaster, würde ich sagen. Also es ist nicht sehr ausführlich, aber es kommt von Herzen. Ah, das kenne ich dann tatsächlich nicht. Ah, der Command bleibt. Der ist, also ich meine, dass da steht, wir spielen, passt natürlich gar nicht. Aber der ist ja trotzdem sinnvoll. Auch das kann bleiben. Machst du nebenbei noch einen Pazifisten-Run? Nein, aber diese Gegner an der Stelle, die halten echt viel aus und es würde doch ziemlich viel Zeit kosten, gegen die jetzt zu kämpfen. Würde eine Ewigkeit dauern. Macht halt keinen Sinn mehr. Ob man einen All Achievements Run bauen könnte, wo man alles in einem... Es gibt Dinge, die sich ausschließen. Okay. Aber man kann ja laden in manchen Fällen. Hundertprozent willst du nicht mit anderen Zielen kombinieren. New Game Plus geht bei Definition nicht. Ja, stimmt, solche Sachen. Das Ding ist, die Tomb Raider VODs landen ja gerade eh auf meinem Hauptkanal. Da ist der Link zum VOD-Kanal irgendwie sinnlos. Alles andere gucken sich ja meistens zwei Leute an.
Das eine bin ich vor dem Upload. Das andere bin ich nach dem Upload, um zu gucken, ob alles geklappt hat. Ich übertreibe die Situation ein bisschen, aber der VOD-Kanal war jetzt auch einen Monat lang praktisch inaktiv. Aber Nikolaus Wort ist episch. Nein, ich wünsche mir das auch. Ich liebe die Sprungplattformen. Die Sprungplattformen sind... Muss ich da überhaupt hin? Aha. Nee, da ist nichts für mich, ne? Fuck, jetzt weiß ich's nicht mehr. Die Sprungplattformen sind episch. Ich muss dahin, okay. Also platziere jeweils einen toten Yeti auf einer der drei Stufen, wäre ein witziges Achievement gewesen. Dieser Flex mit dem letzten Schuss, diese Glocke zu aktivieren. Apropos Glocke, nein. Aber es hat zu gut gepasst. Die drei Stufen des Todes hat Marco da gemacht. Je Stufe ein toter Yeti. Ja. Möchte einer noch Haribus? Ich reiche die Hand hin. Fülle sie. Danke. Arme Schneetigerleins. Schnee. Ja, stimmt, das sind die. Speichern. Was auch immer der Yeti hinter uns getan hat. Margo, was sagt der Ingame-Timer? Ich hab keine Ahnung. Der Tiger hat mich geschoben, ja. Das war praktisch. Es war nichts, wo ich so direkt Kontrolle drüber gehabt hätte, aber sehr praktisch, dass es passiert ist. Hallo Sascha. Ach, was heißt zu spät? Noch 4 Level haben wir vor uns. Nach diesem. Wir machen gerade eine Trophäe, bei der wir Tomb Raider 2 in unter 6 Stunden absolvieren müssen. Lilly, wunderschönen guten Tag wünsche ich dir.
Ja, ich bin tatsächlich gerade aus Gewohnheit zur Eistür gelaufen. Dann ist mir eingefallen, Moment, die sollte man vielleicht auch öffnen. Gongschläge, der Gongbonger. Weil man stiller Zuschauer kenne ich noch als ewig alter Name. Dann freut es mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir beißen nur manchmal, so ist es. Willkommen im Tempel von Xian. Kommt mir vor wie gestern, als ich auf YouTube bin und mich gewundert habe, warum du auf einmal Tales Gaming heißt. Ja, ja. Dieses gestern war Februar 2011. Großen Teil dieses Levels kann man überspringen. Es gibt da einen Sprung. Es gab da auch mal ein Setup. Es wird nicht funktionieren. Wie sich die Kamera gerade verhält, kommt mir sehr spanisch vor. Ah, dankeschön. Man braucht nicht wirklich ein Setup, aber es wäre sicherer mit. Denke ich. Jahre später, Marco spielt immer noch TR. Ja, okay, ich geb's jetzt zu. Ich war auch voll überrascht, dass das funktioniert hat. Aber ich nehm's mal, ne? Safe, sobald was Gefährliches kommt, sagt er und speicherte. Leute sind geboren worden, aufgewachsen, haben sich verliebt und eigene Kinder zur Welt. Ja, der Sprung spart locker 30 Minuten. Also, dieser Sprung ist sehr empfehlenswert, wenn man die Trophäe machen will. Wenn ich ein sicheres 100% Setup hätte, würde ich es mit euch teilen. Da ich das nicht habe, teile ich das nicht. Weil das, ich hab's ja nicht. Denk doch mal nach. Alter, wie kannst du einfach mehrere Kommentare gleichzeitig lesen? Oh mein Gott, ich habe mittendrin aufgehört, Xeros Nachricht zu lesen.
Aber ja, Xeros, das ist vollkommen korrekt. Dort haben alle möglichen Sachen getan, ihre Zeit verschwendet, während ich immer mehr Tomb Raider gespielt habe. Das war gut. Ich bereue nichts. Keine Sekunde. Aha. Du bist nicht mal Bürger. Denk doch mal nach. Mann, ich brauche unbedingt dieses Gothic-Meme, das er mir da gezeigt hat. Das Bild, das genaue. Es war großartig. Hast du eine ungefähre Zahl, wie oft du schon alle Tomb Raider-Teile gespielt hast? Ja. Also, das ist die Antwort. Tomb Raider 3 definitiv dreistellig durch die Speedruns, aber das ist ja dann nachvollziehbar. Tomb Raider 2 bestimmt auch dreistellig in unterschiedlichsten Variationen. Es ist einfach zu viel. Irgendwann hört man auf zu zählen. Das ist wie, es gibt dieses Alter, wenn man das erreicht hat und Leute fragen einen, wie alt bist du? Dann nennt man keine Zahl mehr, sondern man fängt an zu rechnen. Und so ist das bei mir mit Tomb Raider Playthroughs. Ich weiß, OHC Hülkenberg, ich habe mir das einfach nur angewöhnt. Und da ich da gerade in den Chat geguckt habe, habe ich einfach gemacht, was ich immer mache praktisch. So dieser Automatismus. Und dazu gehörte irgendwie den Hebel zu ziehen. Bei 1500 Mal durchgespielt gab es den Hut als Achievement. Das wäre das Timing gewesen, um mir den zweiten aufzusetzen. Ja, die 30 FPS fühlen sich plötzlich so ruckelig an. Obwohl man es ja schon immer so gespielt hat, aber holy shit. Jetzt, wo du es fragst, ich habe keine Ahnung, ob Ingame-Cutscenes Zeit verbrauchen. Hoffentlich nicht. So, weiter geht's. Ich brauche die zwei Plaketten. Ah, die Zeit läuft weiter. Okay, ja gut. Wir werden die Trophäe wohl trotzdem schaffen, schätze ich. Genau, danke für 100 Bits, aha. Bloody Queen. Nein. Mehrere Dinge habe ich falsch gemacht. So wie jetzt auch. Oh, eine Sache, die ich falsch gemacht habe, ist übrigens ein Level mit leuchtend grünen Elementen zu betreten, während ich einen Greenscreen aktiv habe. Warum das nicht so klug war, seht ihr gleich, wenn ich mich langsam auflöse.
Aha. Der mondlose Himmel war gruseliger. Das hier finde ich aber optisch ansprechender. Und das sind ja durchaus zwei Kategorien, die nebeneinander existieren können. Wird Zeit, dass ich fertig werde. Er macht mich gerade fertig. Wir müssen eigentlich nur in diese Hütte springen. Sobald wir es einmal geschafft haben, gibt es hier keine Probleme mehr. Danke! Die Bösbubis wollen einfach nicht von dir ablassen. So ist es. Waren hier nicht Fackeln? Huch, wieso konnten wir den gerade sehen? Das war witzig. Mach das nochmal. Oh, mach das nie wieder! Wieso kann der denn hier drin landen? Holy shit! Wieso weiß ich das nicht? Ja, okay, der fliegt, aber muss man das dann auch machen? Seit wann kommt er? Ich habe noch nie gesehen, wie der da reinkommt. Wirklich nicht. I don't feel so good. Das konnten die im Original schon. Dann ist das durch Zufall, ist das mir dann nie passiert. Ja, Xeros, aber dann hast du mit dem Lob gewartet. Damit ich es mir wieder das Gegenteil von verdienen. Aha. 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 So, ich weiß, dass man im Original direkt auf der Stufe hier drunter landen kann. Definitiv kann man das. Wie genau, weiß ich nicht mehr. So nicht. So nicht. Zurück zum Start. Ah. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Im Remake sah das ein bisschen anders aus und ich fand das da nicht mehr ganz so glitchless aus und wollte es mir dann ersparen, um mir Diskussionen zu ersparen. Ja, ganz ehrlich, jetzt wo das so aussieht, also im Original sieht das ein bisschen anders aus, was Lara da tut, aber jetzt wo das so aussieht, weiß ich nicht mehr, ob es mir gefällt. Für ein Achievement ist er notwendig, dann ist er Death Intended. Genauso wie der Cornerbug zu dem einen großen Medipack, der jetzt Death Intended ist. Magst du das Remaster jetzt nicht mehr? Was? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich liebe das Remaster.
Du darfst kein grünes Golf spielen. Wie schön ist denn das formuliert? Oh. Ich sehe übrigens das Kappa hinter deiner Nachricht, Xeros. Aber da manche dieser Sachen sich mit einer Zeile fixen lassen, glaube ich wirklich, dass es Absicht war. Die saßen da und haben sich dafür entschieden, gewisse Dinge drin zu lassen. Und das ist voll cool. Ich meine, der Cornerback hat Kultstatus, es wäre schon ein Verlust gewesen. Gute Landung. Er hatte Bock. Auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Ich habe mich hier hinfallen lassen, weil mir das ein bisschen mehr Zeit gibt, zu gucken, wo ich eigentlich bin und hin will. So leicht kommst du mir nicht davon. Gute Nacht, Anni. Ah, warte. Oben ist das. Ich glaube da hinten so. Bitte sei richtig. Danke. Das hier sieht so cool aus übrigens. Ich glaube, so hätte ich mir auch ein bisschen die Lava in Tomb Raider 1 gewünscht. Aber mir ist klar, das soll ja etwas Mystisches sein. Das soll ja kein echtes Feuer praktisch sein. Der Raum ist so schön geworden. Also kein natürliches Feuer. Und im Vergleich zum Original habe ich in meinem Casual Playthrough definitiv ganz oft gemacht. Den gibt's als Video auf YouTube. Aber ah, warte, hier, guck. Da, Original, Remake. Original, Remaster. So, einmal speichern, bitte. Man sollte diese Waffe nicht rausziehen. Nicht an dieser Stelle. Nein. Ja, ich fand, Tomb Raider 2 hatte auch im Remaster so seinen Tiefpunkt bei den Tiefseelevel. Wurde dann wieder sehr, sehr gut.
Das hier soll Jade sein, genau. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nur noch Pistolen hab. Ah, ist ja auch nicht so. Ich bin ja vorbereitet. Aber alles möglicherweise ein bisschen. Ich hab da mal was vorbereitet. Wird aber alles möglicherweise ein bisschen knapp. Grenzen. Granaten für ohne Zahn hab ich. Das wird nicht das Problem. Entsprechend brauche ich diese nicht. Das ist falsch. Wir holen uns die. Die könnten sehr nützlich sein an einer anderen Stelle, aha, wo ich jetzt keine Munition mehr habe. Boot steht. Du drückst, warte kurz. Spring. Ja, ne? Mit der modernen Steuerung kriegt man das hier locker hin. Aber mit der klassischen Steuerung habe ich es noch nie hinbekommen, dort zu sein, bevor die einen aufspießen. Vielleicht ist es mit beiden Steuerungsschemen nicht möglich. Das ist natürlich auch eine Option. Ja, nee. Sprinten wie in TA3 müsste man können. Ja, also dann wäre es vielleicht möglich, aber so nicht. Was soll das bringen, weiter links an die Leiter? Also die können über Lava laufen, ne? Die ignorieren die Lava völlig, die laufen da drüber, als wär's Boden. Ich verstehe den Gedanken, ich habe es nur leider echt schon oft probiert in der Vergangenheit und an diese Leiter zu kommen, ohne die beiden zu töten, das, ich glaube, das geht einfach nicht. Und im Original hätte ich dann ein Medipack genommen, während ich an der Leiter hänge.
Aber das geht hier leider auch nicht mehr. Weil Lara sich ja loslässt, wenn man ins Inventar geht. Aber wir haben die beiden Bösewichte besiegt. Jetzt können wir einfach in Ruhe dingsen. Ist das schon der Speedrun-Versuch zur CA2? Ja, richtig. Schnelltaste fürs Heilen gibt's in der PC-Version, aber halt nicht in der Konsolen-Version. Geht eigentlich dein Glitch in Xeon noch? Nee, kein einziger meiner Glitches geht in Tomb Raider 2 noch. Ansonsten geht, glaube ich, alles. Also, ich sehe das so ein bisschen als Angriff, aber ist okay. Remaster ist trotzdem sehr gut. Fürs Deck gibt es mittlerweile Alternativen. Tomb Raider 3. Wäre eine, die mir einfällt. Gute alte Flare-Glitches. Ich weiß insgesamt gar nicht, was ich davon halten soll, dass es die im Remaster jetzt gibt. 13 Minuten übrigens. Aha. Ich habe, um ehrlich zu sein, mit 14 gerechnet. Also, gemessen an meiner Erwartung war das nicht schlecht. Du meinst, die Keyhole-Glitches in Tomb Raider 2 funktionieren praktisch, wenn sie funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann funktionieren sie nicht. Das war auch mein Eindruck. Das ist nicht, was er üblicherweise macht. Was heißt leider? Das ist großartig. Wer will denn Tibet skippen? Ich meine, ich habe mich schon ja mit dem Xian-Skip wie ein Unmensch gefühlt. Aber hätte ich einen Tibet-Skip gefunden, hätte ich ihn einfach verschwiegen. Zwei noch. Eins noch. Null noch. Alles gut, Leute. Wir haben noch null Medipacks. Das sollte reichen. Es hat gereicht. Ah, gut, dass ich diese null Medipacks gesammelt habe. Keine Ahnung, was ohne passiert wäre. Vielleicht ist das hier auch gar keine Strat mehr. Doch, ich stand nur ein bisschen doof. Ich erst.
Jo, seid ihr bereit für das große Finale? Und den Moment, wo ich diese glänzende Trophäe in Händen halten werde. Hoffentlich. La la la. Sechs Stunden, eine Minute. Nein! Nicht, dass man denn auch noch fair bekämpfen muss. Das geht ja nicht. So, ich habe nicht mitgezählt. Ich würde auf 4 schätzen. Also durchaus locker geschafft. Aber wir werden es sehen. Ich habe ein bisschen Angst. Also vor 6 Stunden 1 habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ja, auch hier bin ich mir unsicher, ob ich es nicht mochte, als es dunkler war. Also was? War es da nicht zur gesamten Situation irgendwie passender? Also unheimlicher halt. Da sind gerade Mafiosi, die vor deiner Haustür. Doch halt noch nicht kaputt machen will. Nein, 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 pass auf. Es ist wunderschön. Ja? Aber es verliert halt diesen gruseligen Aspekt. Ja, New Game Plus haben wir auch durch. Es war brutal. Bist du noch da? No. 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 Bist du noch da? No. Man kann Shortcuts für die Waffen bedienen und sie sagt no. Ich mach das professionell immer noch. Schieß das Spiel in unter 6 Stunden ab. Wir haben gebraucht... ja gut. Wir haben 2 Stunden 25 gebraucht. Joi. 149 Sachen habe ich aufgegeben. Oben, warum? Für 150 Kills möglicherweise. Ich sage ja zwischen 2 und 3 Stunden. Gut, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch eingeschätzt. 5 Minuten länger als Tomb Raider 1. Genau, das ist richtig. Ist bestimmt ein Top 100 Spiel dran. Ja, null Geheimnisse natürlich. Ich meine, die wären auch alle ein bisschen Zeitverschwendung gewesen. Darum war ich ja so verwirrt. Ich habe gestreamt und in der Zeit hast du komplett TR2 durchgezogen. Ja, ich bin froh. Wir haben die Trophäe. Das ist doch mal ein... ich mache das professionell schon wieder. So heißt das, weil bei Tomb Raider 1 heißt die Trophäe. Ich mache das professionell. So, wir haben Donnerstag oder Freitag? Wir haben Donnerstag. Tomb Raider 3. Machen wir morgen. Macht jetzt keinen Sinn, das heute zu machen. Denn in den 1 Stunde 40, die ich gefühlt noch wach sein werde, wird das nicht ganz klappen. Aber ich freue mich drauf. Das Achievement heißt so. Ich mache das professionell immer noch.
Ich freue mich drauf. Ich glaube, das hier war in unter 6 Stunden auch. Und wünsche euch eine gute Nacht. Wann bist du morgen da? Wahrscheinlich wie heute so gegen 14 Uhr. Ah nein, ich will das da machen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.